Sie sehen die Schattenseiten der Menschheit und die Schattenseiten des menschlichen Zusammenlebens. Wir hatten 1904 in Berlin einen Mord an einem 8-jährigen Mädchen. Einige Tage später wurden dann auch an verschiedenen Stellen in der Spree Arme und Kopf gefunden. Es ist einer der ersten Fälle, wo durch das Zusammenwirken von Kriminalpolizei, von Gerichtsmedizin und anderen Wissenschaftlern man einen Mordfall aufklären konnte. Ich habe es mal zu einem jungen Kollegen gesagt, ich habe jetzt eine ganz harte Botschaft für dich. Die Welt ist nicht gerecht. Es war auch möglich, Menschen einzuweisen, auch in Konzentrationslagern, auch mit dem Hinweis Rückkehr unerwünscht. All das konnte der einfache Kriminalbeamte im Dritten Reich zunehmend dann ab 1939 anordnen. Ich habe mitunter sehr, sehr sympathische Mandanten erlebt, die nur zum Zeitpunkt dieser Tat ein Scheusal waren. Und das sind alles, ja, Gottes Kinder. Wo Geld auszugeben ist, war man natürlich auch als Verbrecher gern gesehen. Und da konnte man natürlich auch entsprechende Straftaten begehen im Umfeld des Rotlichtmilieus. Mit den kiezinternen Gesetzen zog eine neue Zeit ein, die dann darauf hinauslief, dass man also, ich sag mal, sich gegenseitig auch einen Killer auf den Hals schickte. Als wir da ankamen, sahen wir, dass eine Rheinmacher-Frau gerade die Blutlachen da wegwischte. Im Innersten wusste ich, keine Chance, zu schwer verletzt, das wird er nicht überleben. Dafür gibt es ja dann auch entsprechende Spezialeinheiten, bis hin zur Zielfahndung. Die jagen dann im wahrsten Sinne des Wortes den Täter und der wird sich im Zweifelsfall auch als ein Gejagter fühlen. Die psychische Belastung ist ungeheuer groß, die wird auch nicht weniger. Es sind viele dabei, die haben so eine Mentalität sich angewöhnt, ja, also da stehe ich jetzt durch. Das geht aber auf den Körper, das geht auf die Substanz, das geht auf die Psyche. Es geht um die Rettung, sag ich mal, eines Menschenlebens. Verbrechen lohnt sich nie. Verbrechen gibt es zu allen Zeiten. In Berlin während der Kaiserzeit, genauso wie in der Antike und der Neuzeit. Warum werden Menschen zu Straftätern? Wieso ist Kriminalität trotz allen gesellschaftlichen Wandels bis heute ein Problem? Es wird immer Institutionen wie die Polizei geben, es wird auch immer Verbrechen geben. Und wenn man sich die Polizei wegdenkt, wird es immer wieder neue Ordnungseinheiten geben. Ob das nun Ordnungseinheiten von irgendwelchen Clans sind oder sonst was, das weiß ich nicht. Nur eine bestimmte Regulierung des menschlichen Zusammenlebens ist einfach notwendig und wird es immer geben. Es gab natürlich die Tatbestände, die es heute auch gibt, von Mord, Totschlag über Körperverletzung, Beleidigung, Hausfriedensbruch und Diebstahl. Allerdings war ja immer bedeutsam die technische und ökonomische Entwicklung, wie dann Straftaten geschahen. Auf Geheiß des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III. Wird 1811 in diesem Gebäude in Berlin die erste deutsche Kriminalpolizei gegründet. Zum Polizeipräsidenten wird Dietrich Karl von Schlechtendahl ernannt. Im neuen Präsidium werden auch die Beschuldigten vernommen.
In Berlin hatten wir um 1810 eine Mordbrennerbande. Berlin war ja relativ klein, ich sage mal vom Brandenburger Tor etwa bis zum Fernsehturm. Und hier war also eine vielköpfige Mordbrennerbande tätig, die Häuser anzündeten und dann das allgemeine Tohuwabohu ausnutzten, um Sachen aus den Häusern herauszuholen. Nicht alle können vor den Flammen rechtzeitig fliehen. Diese Horstsche Mordbrennerbande nannte man die. Der Horst wurde dann festgenommen und mit seiner 21-jährigen Freundin dann nordwestlich von Berlin in der Jungfernheide verbrannt. Über den Anführer der Bande und seine Freundin verhängen die Richter die Todesstrafe durch Verbrennen. Solche Hinrichtungen gibt es bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts. 1813 war die letzte öffentliche Verbrennung, die wir bei Berlin hatten. Viel Schaulustige waren dann natürlich vor Ort. Und allerdings wurden die beiden erst erdrosselt. Das war noch ein Dekret von Friedrich dem Großen. Bevor man sie verbrannte, brachte man sie dann doch eher um. Es war also eine beginnende Humanität schon zu verspüren, könnte man zynischerweise sagen. Doch Verbrechen werden nicht nur in der Großstadt verübt. Gerade in der ländlichen Umgebung erkennt der Polizeipräsident Gaststuben und Tanzböden als Schlupfwinkel der Dieberei und Liederlichkeit, wie die historische Schenke Rollkrug auf diesem Gemälde von 1820. Die Zuständigkeit der Berliner Polizei wird daraufhin ausgedehnt, um auch vor den Stadttoren für Recht und Ordnung zu sorgen. Insbesondere Reisende in Kutschen, die regelmäßig von Räubern und Plünderern angegriffen werden, sollen so geschützt werden. Es gab den Tatbestand des Gohle-Schächtens, wie man in der Verbrechersprache im Rotwelsch so schön sagte. Also eine Gohle war eine Kutsche, ein Wagen, und Schächten bedeutet abschneiden. Diese Wagen hatten ja Koffer hinten drauf. Und das machte auch ein bisschen Krach, wenn so eine Kutsche hier fuhr, sodass sich also die Diebe hier versteckten, zum Beispiel im Straßengraben oder auf Bäumen. Und die sprangen dann von hinten entweder auf den Wagen rauf oder ließen sich fallen und schnitten dann den Koffer ab. Auch Reisende mit der Eisenbahn, die sich in der Stadt nicht auskennen, werden ihr Gepäck und Wertsachen häufig schnell los. Nicht durch gewalttätige Räuber, hier klaut man mit List und Tücke. Dann stand so eine Dame mit ihrem Kolli, also ihrem Koffer, dann am einen der Kopfbahnhöfe, wollte jetzt zur Straße unter den Linden, zum Hotel am besten platze. Und dann war schon ein Dienstmann da, der vielleicht in Wirklichkeit gar kein Dienstmann war, sondern ein verkleideter Dieb zum Beispiel. Oder ein Kutscher war da, der dann sagte, ja, fahren Sie mich doch mal in dieses Hotel. Der lud dann den Koffer auf, aber als sie dann im Hotel war, kam der Koffer nie an. Also Kollidiebstahl war ein Tatbestand, der dann auch weit verbreitet war. 1910 lebt bereits ein Fünftel der Deutschen in großen Städten. Die Bevölkerung ist in 30 Jahren um 50% angewachsen. Nur eine Minderheit gehört der Oberschicht an: Adel, Militär und Großbürgertum. Die Arbeiterschicht stellt zahlenmäßig die größte Klasse dar. Die meisten Arbeiterfamilien leben in sogenannten Mietskasernen, für die sie trotz Minimalausstattung teuer bezahlen müssen. Das Kaiserreich ist geprägt durch einen wahnsinnigen Bevölkerungsanstieg, durch überwiegend schlechte Lebensverhältnisse, große Probleme, was Wohnungen angeht, sehr große Familien, auch bedingt natürlich durch die Arbeitsverhältnisse, sehr viel Krankheit, sehr viele soziale Probleme und die Ballung in bestimmten Stadtteilen und Quartieren. Das sind eigentlich die wesentlichen Merkmale. Dann eine sehr kleine Elite, der es hervorragend ging, und ein relativ begrenztes Bürgertum. Also keinesfalls so wie heute. Und die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung, sicherlich 80-85%, lebten in Armut. Wege aus der Armut haben auch diese Männer gesucht. Allerdings nicht mit einem geregelten Einkommen durch ehrliche Arbeit, sondern durch Einbrüche, Diebstahl oder Raub. Auffällige Täter fotografiert die Polizei erkennungsdienstlich mit Maskierung. Die Diebstahlstatistik von 1880 bis 1901 zeigt, je höher die Getreidepreise, desto steiler steigt die Kriminalität an. Logisch, also wenn die Leute Hunger erleiden müssen, dann versuchen sie natürlich auf andere Art und Weise
zu ihrem Lebensunterhalt zu kommen. Und dann ist natürlich Kriminalität immer ein Ausweg, in Anführungsstrichen, oder es scheint zumindest einer zu sein. Hier geht es eigentlich um die blanke Not. Wenn man also sich die Fotos anschaut mit Wohnungshöhen von 1,30 Meter oder 1,40 Meter, wo man nicht mal aufrecht stehen konnte, vielleicht mit 2 Zimmern für 6, 8 oder 10 Familienmitglieder, dann hat man einen Eindruck von der Situation damals. Also auch kein fließendes Wasser, Toiletten, wenn überhaupt, vielleicht ein paar Treppen tiefer oder auch im Hinterhof. All das sind Dinge, die wir uns heute überhaupt nicht mehr vorstellen können. Von damals 14.500 exemplarisch untersuchten Straftaten ist bei gut 4.000 Verbrechen Alkohol mit im Spiel, Trunk genannt. Als weitere ermittelte Hauptmotive gelten Verkommenheit, Ausschweifung, Armut und Genusssucht. Trunk, das sich versetzen in einen Rauschzustand, mag durchaus dazu führen, dass man dann Straftaten begeht, wenn die Großhirnrinde dann ausgeschaltet ist und die Emotionen nicht mehr unter Kontrolle sind, kann das durchaus passieren. Vielleicht gerade bei Beleidigungen, Streitigkeiten, Körperverletzung und so weiter. Ehestreitigkeiten zum Beispiel ja auch, nicht? Da spielt der Alkohol doch auch immer wieder eine Rolle. Diese junge Frau wird im Bett tot aufgefunden. Erst die Kripo-Beamten bringen als Todesursache Ersticken ans Licht. Längst nicht jedes Tötungsdelikt wird von den damaligen Polizisten auch erkannt. Es gab erstmal gar keine spezialisierten Mordermittler. Das gab es erst ab 1902. Passierte also bis zu dieser Zeit in Berlin ein Mord, dann war die Revierkriminalpolizei dafür zuständig. Man musste erstmal einen Kriminalbeamten suchen, der sich dieses Tötungsdelikts dann annahm. Das dauerte natürlich etwas. Bis dahin war die uniformierte Revierpolizei vor Ort, sperrte da ab, vernichtete manchmal auch Spuren. Auch das muss man sehen. Keiner war ja da besonders speziell ausgebildet. Bei diesem Berliner Kaufmann ist die Spurenlage eindeutig. Gefesselt, geknebelt, mit Äther betäubt und abschließend mit einem Schlag auf den Hinterkopf getötet. Ganz wichtig, die Tatortarbeit, also erstmal festzustellen, wo ist der Tatort, wie sieht er überhaupt aus, dann den ganz genau zu vermessen und zu fotografieren. Und da kommen halt die Klassiker, die heute jeder kennt aus dem Krimi, egal welche Generation, also diese berühmten Fußabdrücke, die dann ausgegossen werden mit Gips und so, längst veraltet, aber war damals ein wichtiger Punkt. Und so hat man sich dann mehr und mehr eigentlich an der Technik genähert. Also Tatortarbeit ist eine Sache, die sich ständig weiterentwickelt. 1888 beweist der Berliner Tierarzt Wilhelm Eber, dass Handabdrücke unverwechselbar sind. Die preußische Polizei zeigt kein Interesse. Erst als Sir Edward Henry 1901 in Großbritannien das Fingerabdruckverfahren einführt, erkennen auch die Deutschen das Potenzial. Also es war eben möglich, auch aus diesen Abdrücken entsprechende Merkmale rauszusuchen. Und in der Regel sucht man ja nur 3 Merkmale oder hat auch damals nur 3 gesucht. Und wenn man die hatte, hatte man eine Übereinstimmung. Das war relativ einfach und das konnte man standardisieren. Also konnte man mit Schablonen arbeiten. Das hat natürlich die Suche schon massiv erleichtert. Auf der anderen Seite, man musste ja erstmal die Kartei aufbauen. Und das war ganz wichtig, dass man eine große Kartei hatte und vor allen Dingen auch, dass man sie durchaus national und international auch geführt hat. Das sind ja dann auch so die ersten Erkenntnisse noch vor dem Ersten Weltkrieg, dass man auch angefangen hat, die Daten international auszutauschen. Systematisch können die verschiedenen Linienmuster nun schnell zugeordnet werden. Mutmaßliche Täter lassen sich zweifelsfrei identifizieren. Weltweit der erste Fall, der mit Hilfe von Fingerabdrücken aufgeklärt wird, ist 1892 ein Doppelmord in Argentinien. Wir hatten die Erfindungen schon in relativ früherer Zeit. Es dauerte aber im Schnitt 10 bis 20 Jahre, ehe bestimmte Erfindungen dann für die Polizei im wissenschaftlich-technischen Bereich dann nutzbar gemacht werden konnten. Auch der Franzose Alphonse Bertillon ist ein Pionier auf dem Gebiet der Kriminalistik. 1879, ursprünglich als Schreiber bei der Pariser Polizei eingesetzt, lässt der Arztsohn alle Täter an 11 vorgeschriebenen Körperstellen vermessen. Also was maß man? Es wurde die Körpergröße zum Beispiel gemessen. Es wurde gemessen die Spannweite der Arme. Es wurde gemessen der linke Zeigefinger.
der Abstand bis zur Elle, der Ringfinger, wurde gemessen. Das rechte Ohr in Höhe und Breite wurde gemessen. Der Kopfumfang, die Kopfbreite wurde gemessen. Da gab es so bestimmte Instrumente. Also das Kopfmessgerät sah wie ein Zirkel mit einer Zange aus. Man ging ja von der Nasenwurzel bis hier zum Hinterkopf, zum höchsten Punkt oder hier dann, wie gesagt. Es gab also ganz bestimmte Geräte, mit denen diese Messungen vorgenommen wurden. Also 11 Punkte, die hier gemessen wurden, die dann in diese Messkarte eingetragen wurden. Das höchst aufwendige Bertillonsche Messverfahren setzt sich auch in Deutschland durch. Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Täter exakt dieselben Maße haben, liegt bei 1 zu 191.000. Das betrifft im Wesentlichen, die Karteikarten sind ja auch zum Teil erhalten, schon diejenigen, die also etwa schwere Jungs waren, wie man das so salopp sagt. Und da hat man natürlich sich dieser Mühe unterzogen. Was natürlich ein Problem gewesen ist, ist die Frage der Auswertung. Es lief alles händisch, das darf man ja nicht vergessen. Es gab riesen Karteien. Und dann eben nach bestimmten Suchkriterien vorzugehen, das ist heute ein Klick am Computer. Damals war man stundenlang damit beschäftigt, auch vielleicht jemanden zu finden, alleine wegen der Körpergröße oder wegen der Augenfarbe oder. Da gab es dann natürlich ganz intelligente Lösungen, aber es war ungeheuer personalintensiv. Gerade Stammkunden der Kriminalpolizei verändern ihr Aussehen regelmäßig mit Hilfe falscher Bärte oder einer neuen Haarfarbe. Von diesem Hamburger Straftäter entstehen beinahe jährlich frische Aufnahmen. Auf den alten wäre er kaum noch wiederzuerkennen gewesen. Bei den Tätern, denke ich, ist das Hauptmotiv sicherlich gewesen, sich zu verkleiden, um in der Menge besser unterzuschlupfen, um nicht erkannt zu werden. Also man darf das ja nicht von heute aus sehen, sondern muss es von damals aus sehen. Heute ist es problemlos möglich, man setzt sich in ein Auto und fährt durch die Gegend und wird eher weniger gesehen, es sei denn, man gerät in eine Kontrolle. Damals war es alles überwiegend zu Fuß. Und deswegen konnte man in diesen Mengen, die da unterwegs waren, natürlich sehr gut untertauchen, wenn man entsprechend gekleidet war. Und das war nicht die Hauptmotivation. Und natürlich gab es auch damals schon Fahndungsfotos. Und wenn man sich also verkleidete, war es doch nicht so einfach, jemanden auf einem Fahndungsfoto mit dem damaligen Standard zu erkennen. Die damalige Kriminalpolizei leitet das Recht zur körperlichen Vermessung aus der allgemeinen Aufgabe der Polizei ab, für die öffentliche Sicherheit zu sorgen. Der Großteil der Mitglieder der Verbrecherzunft hält vorschriftsmäßig still. Wenn Sie tatsächlich Ihren Standort verlegten, wenn Sie sich also in ein anderes Land begaben oder einen anderen Staat, war es ungewöhnlich schwierig, Sie zu finden. Eher Zufallstreffer. Gut, es gab damals Grenzkontrollen, aber man konnte natürlich die Grenze auch an anderen Stellen überschreiten. Also es war eben deutlich leichter, sich zu verstecken. Und was es natürlich auch damals gab, das darf man eben auch nicht vergessen, eine große Auswanderungswelle. Also man konnte sich als Täter relativ schnell entziehen. Beim Kampf gegen das internationale Verbrechertum schließen sich die Experten zusammen. Dr. Roscher aus Hamburg, Herr Vormohlen aus Rotterdam, Monsieur Bertillon, der Österreicher Wind und Dr. Minovici aus Ungarn. Bei Straftätern damals wie heute gilt in der Regel, sie wollen nichts weniger als gefasst zu werden. Ziel ist, unerkannt in der Menge zu verschwinden. Dieser Straftäter, 1901 von der Hamburger Polizei fotografiert, hat zwei Gesichter. Insbesondere Männer verkleiden sich gern als Frauen. Also bei den Männern in Frauenkleidern relativ einfach. Frauen wurden eben damals weniger untersucht oder durchsucht als Männer, völlig klar. Weil es gab ja kaum Frauen bei der Polizei, es war ein aufwendiger Prozess, den hat man gescheut. Also das war der Grund, Frauen in Männerkleidung auch, um vielleicht für bestimmte Straftaten und Delikte sich besser vorzubereiten und vielleicht auch besser fliehen zu können. Das, denke ich mal, sind unter anderem Motive dafür gewesen. Und eben auch vor allen Dingen nicht erkannt zu werden. 1904 erschüttert ein Kindermord Berlin. Der Fall der 8-jährigen Lucy geht in die Geschichte der Kriminalwissenschaft ein. Man stellte fest, dass ein kleines Mädchen entführt worden war, vergewaltigt worden war, zerstückelt worden war und in die Spree geschmissen worden war. Zunächst fand man einen Torso, dann fand man Arme, dann fand man Beine, dann fand man den Kopf. Der Vater der 8-Jährigen muss den Torso in der Gerichtsmedizin identifizieren. Er erkennt sein jüngstes Kind eindeutig an einer kleinen Narbe unterhalb der Brust. Das Mädchen wohnte in der Ackerstraße 130 und es kam um 11 Uhr aus der Schule. Es ging dann noch mal eine halbe Treppe tiefer auf die Toilette und das Mädchen kam dann nicht wieder, wurde von Geschwistern und Eltern gesucht. Die gingen dann zum Polizeirevier und gaben eine Vermisstenanzeige auf.
Die Kriminalpolizei rekonstruiert die letzten Stunden vor Lucys Tod. Doch von den Nachbarn kommen widersprüchliche Angaben. Das erregte natürlich ein ungeheures Aufsehen, denn bei solchen Straftaten, bei solchen Kapitalverbrechen liegt ja auch immer der Verdacht nahe, dass es sich um einen kranken Menschen handelt, um einen Lustmörder, um einen Serientäter. Und man natürlich abseits jeder Sensationslust die Angst natürlich hat und insbesondere die Eltern ja dann die Angst haben, das kann ja meinem Kinde auch passieren. Insofern war die Anteilnahme der Bevölkerung sehr groß. Ein Nachbar, Bewohner desselben Mietshauses, gerät in den Fokus der Fahnder. Er kennt Lucy vom Sehen. Die Ermittlungstätigkeit konzentrierte sich auf einen Hausbewohner, der dort zwar nicht selbst wohnte, aber seine Freundin, eine Prostituierte, die gerade kurzzeitig im Knast saß, die wohnte dort. Aber man konnte in der Wohnung hier keine Spuren finden, also keine Blutspuren finden. Die Beamten sind sich sicher. Theodor Berger, 35 Jahre alt, Gelegenheitsarbeiter und Zuhälter, ist der Mörder. Entscheidende Bedeutung bekommt nun ein aus der Wohnung verschwundener Reisekorb. In ihm ist Lucys Leiche wahrscheinlich außer Haus gebracht und versenkt worden. Doch erst nach 2 Wochen meldet sich ein Bootsmann, der die Nachricht bis dahin nicht gelesen hat. Er hat das Beweisstück aus der Spree gefischt. Diesen Korb konnte man also als Asservat erhalten, sodass auch Textilteile an diesem Korb von der Bekleidung des Mädchens noch gefunden wurde, unter anderem auch Teile von Bindfäden. Und dieser Bindfaden, der war auch in der Wohnung der Prostituierten gefunden worden. Die Art der Fäden und auch Blutspuren am Korb zerstreuen alle Zweifel. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts lassen sich Menschen-, Katzen- oder Kaninchenhaar sowie verschiedene Kleidungsfasern wissenschaftlich exakt unterscheiden. Im Fall der ermordeten Lucy wird die entscheidende Ermittlungsarbeit erstmals im Leichenschauhaus und in der Rechtsmedizin geleistet. Unermüdlich arbeiten der Chemiker Dr. Paul Jeserich links im Bild und rechts der Kriminalarzt Professor Fritz Strassmann zusammen. Sie legen sich ihre Beweisführung bis ins Detail genau zurecht, um damit später beim Richter alle Zweifel auszuräumen. Denn auch damals gilt: im Zweifel für den Angeklagten. Es ist einer der ersten Fälle, wo sehr deutlich wird, dass durch das Zusammenwirken von Kriminalpolizei, von Gerichtsmedizin und anderen Wissenschaftlern, Chemikern zum Beispiel, man einen Mordfall aufklären konnte. Vor Gericht streiten Gutachter gegen Gutachter. Die einen bezweifeln den Blutnachweis am Korb, die anderen vertrauen auf die neuen Methoden. Zum Beispiel wurde kurz vorher von Paul Uhlenhut, der also zum ersten Mal hier Blutgruppen feststellen konnte. Das war natürlich ein immenser Fortschritt für die Frage, wer kommt hier eventuell als Täter in Frage. Und auch der Täter hat ja des Öfteren Verletzungen. Oder wenn man das Blut des Opfers in der Wohnung findet und das von der Blutgruppe her zumindest identifizieren kann, dann ist man ja auch schon der Aufklärung der Tat näher. Oder ob man zum Beispiel Tierblut von Menschenblut und unterscheiden kann. Alles das hat es ja im 19. Jahrhundert überhaupt noch nicht gegeben. Und in diesem Fall wurde das erstmals angewandt. Ich sage mal, das waren die Anfänge von CSI, so wie man es heute im Fernsehen sieht. Berger wird wegen Vergewaltigung und Totschlages zu verhältnismäßig milden 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Zur Beerdigung von Lucy strömen Hunderte von Berlinern. Einen Monat, bevor sie 9 Jahre alt geworden wäre. Einem Berliner Triebtäter fällt auch Elisabeth Z. zum Opfer. Der Mörder hinterlässt Bissspuren. Neben den Sachbeweisen spielt auch das Motiv bei der Tätersuche eine entscheidende Rolle. Die Klassiker, wie sie heute auch sind, das hat sich nicht groß geändert. Also Raubmord beispielsweise, um sich zu bereichern. Vielleicht auch in bestimmten Situationen, um überhaupt sich überhaupt überleben zu können. Das spielt möglicherweise damals eine große Rolle, soziale Umstände. Ja, natürlich die üblichen Streitereien, Familienstreitigkeiten, Dinge, die entarten, Beziehungsdelikte, sehr, sehr häufig. Und ja, immer wenn die menschlichen Emotionen sehr hoch gehen, wenn man gereizt wird, wenn man sich streitet, kann es sehr schnell dazu kommen.
Die großen Kriminalpolizeizentralen in Deutschland, in Berlin, Hamburg und Dresden, legen zu Ausbildungszwecken Sammlungen von Mordwaffen, Tatortfotografien und Folterwerkzeugen an. Interessant ist ja, dass Berlin damals ja führend, was Polizei angeht, Kriminalpolizei ohnehin, relativ früh eine Mordkommission schon mal eingesetzt hatte in einem Mordfall. Ne? Also das ist schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts passiert. Und auch gesagt hat, ja, man muss in bestimmten Fällen sehr konsequent, sehr solide, sehr vernünftig ermitteln. Bis dahin war es ja häufig auf Zuruf. Also es war meistens aus dem unmittelbaren Familienkreis, sodass man die Täter relativ schnell einkreisen konnte. Aber in schwierigen Fällen hat man gesehen, man kommt so nicht weiter, man braucht eine andere Methodik. Das hat dann über viele, viele Jahre gedauert, bis sich daraus Strukturen entwickelt haben. Etwa zur selben Zeit, das war sehr positiv, gab es auch dann bei den Gerichtsmedizinern schon einen entsprechenden Plan, sodass also die Wissenschaft hatte ja inzwischen einige Fortschritte gemacht, auch immer ein Physikus mit draußen war, der also zum Beispiel die Todesursache, Vorgehensweise und so weiter, wie lange ist der oder diejenige schon tot, feststellen konnte. Auch bei Kapitalverbrechen ist der Erfahrungsaustausch untereinander noch mangelhaft. Eine Kommunikation zwischen den ermittelnden Revieren findet nicht statt. Möglicherweise zum Vorteil für den Täter. Wenn jetzt mehrere Morde geschahen, etwa zur selben Zeit, dann arbeiteten die Mordkommission des einen Kriminalbezirks quasi neben der des anderen. Man kannte sich eigentlich nicht besonders gut. Es gab keine Besprechungen, es gab keine Nachbesprechungen, keine Auswertungen. Das heißt, das Wissen, das jetzt so ein spezialisierter Kriminalbeamter sich aneignete, wurde einfach nicht weitergegeben an die anderen, geschweige denn, dass es in der beginnenden Ausbildung, die ja jetzt so ab 1900 auch anfing, umgesetzt werden konnte. 8 Hamburger Kriminalbeamte in Dienstkleidung um 1910. Sie sollen, so der Polizeipräsident, Straftaten unauffällig durch Verkehr mit Verdächtigen oder Mitwissern aufdecken. Also die Polizei war ja im Kaiserreich nicht mit Schusswaffen ausgerüstet. Das ist dann erst Ende des Kaiserreiches überhaupt passiert. Also in Hamburg sind erst 1917 Pistolen eingeführt worden für Polizisten. Und die Kriminalbeamten hatten natürlich keine Schusswaffen und hatten dann eben diesen Schlagstock. Also der, wenn man den auf dem Foto sieht, ja relativ klein wirkt. Den konnte man aber in Teilen auch ausziehen. Ja, dann eine Kette, um den Täter abzuführen. Also meistens eine Knebelkette. Ja, und das waren so die wesentlichen Gegenstände, die man eigentlich brauchte damals. Also im Vergleich zu heute eher bescheiden. Kein Funkgerät, kein Tränengas. Also alle die Dinge, die eigentlich heute eher bekannt sind, die gab es damals nicht. Auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts werden Verbrechen in allen sozialen Schichten verübt. Im erlauchten Kreis der oberen 10.000, genau wie in den untersten Niederungen der Gesellschaft. In den Armenhäusern der Städte ist die Not groß und die Dichte an Straftätern besonders hoch. Führende Kriminalisten machen sich Gedanken, warum jemand zum Verbrecher wird. Mehrheitlich geht man von Vererbung aus, vom geborenen Verbrecher. Der Gerichtsmediziner Cesare Lombroso in Italien glaubt, dass auch Kriminalität sich äußerlich bemerkbar machen müsste. Und er hielt Kriminalität für eine Degeneration von Menschen und einen Rückfall, also einen Atavismus in vergangene Entwicklungsperioden der Menschheit, die also auch äußerlich erkennbar sind, wie zum Beispiel zusammengewachsene Augenbrauen, das war so ein Indiz, oder auch eben Augenwülste oder bestimmte Kopfformen. Ich glaube, das ist ein Riesenmosaik von Tausenden von Gründen. Niemand ist zum Täter geboren, das ist ja immer die Illusion der Vergangenheit gewesen. Aber ganz viele werden sicherlich irgendwie zu Tätern gemacht. Durch wen auch immer, muss er sehr vorsichtig sein. Also ganz viele sagen ja immer, ja, es ist die Gesellschaft. Auch da gibt es große Unterschiede, auch in den Gesellschaften. Bei diesem 33-fachen Einbrecher mit Spitznamen Rauchkolben nehmen die Verbrechensforscher eine Schädigung seines Erbguts an. 17-mal sitzt er im Gefängnis, einmal im Zuchthaus. Die
die deutsche Kriminologie vermeinte, dass man ein Berufsverbrecher aufgrund seiner Erbanlagen werden kann. Die These mündete letztendlich bei den Nationalsozialisten. So hatten wir dann Leute, die Rassenhygiene betrieben, wie sie das nannten, die vermeinten, dass also Berufsverbrecher genetisch vorprogrammiert sind und dass man am Wirtskörper des Volkes, wie Sie sagten, hier diese Leute nicht heranlassen darf, sondern quasi die Kriminalpolizei wie ein Chirurg diese Leute herausschneiden muss. Die Theorie vom sogenannten geborenen Verbrecher überdauert auch noch die Nationalsozialisten und hält sich bis in die 60er Jahre hinein. Erst danach treten andere Theorien über die Ursachen von Kriminalität in den Vordergrund. Den geborenen Verbrecher, den gibt es nicht. Es gibt sicherlich den Verbrecher oder Straftäter, der durch seine Umwelt heftig beeinflusst wird. Da gibt es natürlich kriminalitätssteigernde Faktoren, wie ein kaputtes Elternhaus, wie ein soziales Umfeld, das kriminalitätsfördernd ist, überhaupt keine Frage. Aber angeboren ist das nicht. Auch diese Theorie von Lombroso, dass es sozusagen Verbrechergesichter gibt, die katalogisiert werden nach bestimmten Deliktsformen, wie Vergewaltiger haben eine große Nase oder Räuber haben tiefliegende Augen. Also all dies ist ja heute von der Wissenschaft längst widerlegt. Kann die Kriminalpolizei den Täter ermitteln, wird er auf der Dienststelle vernommen. Gilt der Fall als bewiesen, sind die Polizisten dazu ermächtigt, geringere Strafen gleich selbst zu verhängen. Eines der rigiden Mittel der Kriminalpolizei, Straftäter aus dem Verkehr zu ziehen, war das Arbeitshaus. Da arbeitete man 14 bis 15 Stunden am Tag. Die Arbeit war sehr mühsam, auch sehr ungesund. Man saß teilweise an Maschinen, man stampfte Gips, was auch nicht sehr gesund war. Sie war sehr stumpfsinnig, man rupfte Federn zum Beispiel. Oder man musste Korn zu Mehl, also Korn dreschen, in die Tretmühle rein. Daher kommt dieser Begriff zum Beispiel. Also das war nicht sehr angenehm. Das Arbeitshaus war sehr gefürchtet. Straftäter, die damals ins Arbeitshaus eingewiesen werden sollten. Die versuchten dann manchmal noch möglichst schnell durch Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte oder indem sie eine Majestätsbeleidigung ausstießen, das war ja relativ einfach, lieber doch ins Kriminalgefängnis zu kommen und nicht ins Arbeitshaus. Eine besondere Art der Strafe, vor allem für Wiederholungstäter, ist bis zum 19. Jahrhundert das Brandmarken im Gesicht. Also ich glaube, man kann sich aus heutiger Sicht gar nicht vorstellen, weil sie so hart und so brutal waren, dass selbst der Blick also in Diktaturen heute nicht zeigen würde, wie es damals war. Also in der Regel natürlich keine Einzelhaft, auch nicht zu zweit, zu dritt, sondern große Zellen, große Räumlichkeiten, sehr häufig eben in ehemaligen Festungen oder in Verließen. Man hat ja damals kein Geld investiert in diesem Bereich. Also es waren schon unwahrscheinlich harte Bedingungen. Damals weiß jeder, auf Kapitalverbrechen steht die Todesstrafe. In einem zeitgenössischen Polizeibuch heißt es dazu, ganz mit Recht und im Einklang mit dem gesunden Volksempfinden verhängt das Gesetz über den Mörder die Todesstrafe. Sie ist durch Enthauptung zu vollziehen. Hinrichtung mit dem Fallbeil war in vielen Ländern des Deutschen Reiches nach 1871 der Regelfall. Standard ist eben auch die Guillotine als Instrument möglichst schnell und ja, für das Opfer auch möglichst schmerzfrei, jemand vom Leben zum Tode zu bringen. Untersuchungen zufolge tritt der Tod angeblich erst nach 3 bis 8 Minuten ein. Berichte, die man darüber liest, und davon gibt es leider viel zu viele, die zeigen eben, dass das ein in sich furchtbarer und grauenvoller Vorgang war, der auch mit Schnelligkeit nicht besser wurde, im Gegenteil. Der berüchtigste deutsche Henker, genannt der Rote Richter, hat zwischen 1907 und 1937 eigenhändig 130 Todesstrafen vollstreckt. Naja, das waren besondere Kaliber. Also das war deren Beruf, das waren häufig sehr rustikale Persönlichkeiten. Sehr häufig Menschen mit dem Hintergrund als Schlachter oder als Metzger gearbeitet, die sich offensichtlich mit dieser Aufgabe abgefunden hatten. Manche allerdings sind dann sehr schnell zum Trinker geworden, zum Alkoholiker. Und es gibt auch einige, die dann Selbstmord begangen haben aufgrund dieser Taten.
In Hamburg werden von den Hingerichteten Totenmasken abgenommen, um wissenschaftlich zu untersuchen, woran man einen Verbrecher äußerlich erkennen kann. Wie kann ich denn eigentlich rauskriegen, ob jemand Täter ist? Und deswegen hat man gesagt, gut, wir nehmen dann von jedem Hingerichteten die Totenmaske und versuchen mal daraus Schlüsse zu ziehen. Das hat aber natürlich nicht funktioniert. Das ist einer der Hauptmotive gewesen. Auch nicht irgendwie Abschreckung, könnte man ja auch denken können. Das sagen ja auch manche, funktioniert aber natürlich nicht, weil die Totenmasken wurden ja nicht öffentlich ausgestellt. Öffentlich ausgestellt haben wir sie dann erst später durch Ausstellungen, um das mal zu zeigen. Und Hamburg verfügte über eine riesengroße Sammlung von Totenmasken. Anhand von Schädelformen und Gesichtsformen auf charakterliche Eigenschaften oder auf Kriminalität zu schließen, dass man also meinte, indem man jetzt von Straftätern einen Abdruck hat, könne man hier auf diese biologistische, pseudowissenschaftliche Weise erklären, warum jemand zum Straftäter geworden ist. Es war ein Irrweg der Kriminologie, also an phänotypischen Merkmalen, wie jemand aussieht oder welche Schädelform jemand hat. Da kann man halt nicht feststellen, ob es sich um einen Straftäter handelt, ob in ihm die Gene eines Verbrechers schlummern, wenn es das überhaupt gibt. Das ist ja sehr fraglich. In jeder größeren Gemeinschaft stellen die führenden Kriminologen damals fest, in der Stadt, auf dem Dorf werden Verbrechen verübt. Stärkstes Motiv für eine Straftat ist die Gewinnsucht. Aber auch aus Rache, Eifersucht und Fanatismus werden Straftaten begangen. Als weiteres Motiv gilt ein übermäßiger und perverser Sexualtrieb. Wir haben Psychopathen zum Beispiel, Leute, die völlig emotionslos sind. Wir haben Leute, die bei denen die Triebe das Handeln regiert und nicht die Vernunft. Die Lustmörder, nicht? Wir haben Krankheiten in Form von Päderasten zum Beispiel auch. Nicht? Jede Epoche hat ganz bestimmte Straftaten. Eine Tabelle aus dem Jahr 1912 zeigt die Häufigkeit der verschiedenen Delikte. Ganz oben auf der Liste Diebstahl und Unterschlagung, gefolgt von Körperverletzung, Beleidigung, Verletzung der öffentlichen Ordnung sowie Betrug und Untreue. Manche meinen sich vielleicht, ein leichtes Leben machen zu können durch Straftaten. Sie glauben natürlich immer vordergründig, sie werden ja nie erwischt, sonst würden sie es ja nicht machen, nicht? Aus diesem Laden werden in Hamburg 1910 Juwelen im Wert von 150.000 Mark gestohlen. Die Diebe kommen von oben durch die Decke. Wenn man weiß, wo sich ein Behältnis befindet, in dem Wertsachen sind oder eine Wohnung, in die man einsteigen will und nicht durch die Tür vorne reingehen will, weil die besonders bewacht ist, dann geht man in den Stock darüber und versucht nun durch die Decke durchzukommen. Nun war die ja nicht immer aus Beton, zur damaligen Zeit schon gar nicht. Wenn Sie ältere Häuser sehen, das sind Strohmatten, die mit Putz beschmissen sind, beziehungsweise im Holzträger. Man kam da relativ leicht durch. In der vornehmen Potsdamer Straße in Berlin wird diese Wohnungstür 1910 von einem Profi aufgebrochen. Straftäter waren schon immer berechnend. Es gab immer eine Risikoabwägung bei Tätern, bei denen es in erster Linie um Gewinnstreben ging. Nehmen Sie den Wohnungseinbrecher. Wenn das Haus hell beleuchtet wird, geht er eben zum nächsten Haus. Er wird immer eins finden, das nicht so optimal gesichert ist. Genauso ist es auch bei Kapitalverbrechen. Je höher der Einsatz ist, sprich wenn es um Menschenleben geht, werde ich sicherlich sehr planvoller vorgehen, um meinen Fall durchzuziehen. Ich werde mir genau überlegen, was macht die Polizei, wie kann sie mir auf die Schliche kommen. Und demnach werde ich mir auch dann meine Strategie ausdenken, weil ja jeder glaubt, er wird nicht erwischt. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Es gab auch Karteien über die Art und Weise, wie begeht man denn eine Straftat. Und da gab es ja bestimmte Zuordnungen dann. Also nach dem Motto, Täter X arbeitet halt mit der Methode. Und da die dann eben mit der Methode erfolgreich waren, haben die auch häufig die nicht geändert. So, es war also ziemlich einfach, teilweise anhand dieser Handschrift das zu erkennen. Auch bei Wohnungseinbrüchen, die damals eher selten waren, die es aber gab, konnte man das auch ziemlich leicht rauskriegen. Zumal die Szene auch überschaubar war, das darf man ja nicht vergessen. In der Regel kannte man ja in Anführungsstrichen seine Pappenheimer sehr genau.
Wie alle guten Handwerker legen auch Einbrecher und Diebe großen Wert auf erstklassiges Handwerkszeug. Eine Säge hatten sie mit sich, sie hatten also dietliche Nachschlüsse mit sich, Nägel mit sich, sie hatten Keile mit sich, sie hatten Bohrer, Handbohrer damals natürlich noch mit sich. Manche hatten einen Lappen, den sie mit dicken Terpentin bestrichen mit sich. Wenn man nämlich eine Scheibe eindrückte, dann gab das kein Geklirr, dann blieben die Scheibenreste, wie gesagt, hier an dem Terpentinlappen dann kleben. Eine Kerze hatten sie dann in der Regel mit. Häufig verrichteten sie ja nachts ihr Diebeshandwerk und die Straßen oder Häuser waren bei weitem nicht so beleuchtet, wie das heute in einer Stadt ist. Das darf man also nicht unterschätzen, weil einer der wesentlichen Punkte der Sicherheit in einer Stadt eine vernünftige Straßenbeleuchtung zu kriegen im 19., zweiten Teil des 19. Jahrhunderts war das ja ganz, ganz wichtig. Nicht? Und dann hatten sie einen großen Sack in der Regel auch mit, wo sie die Sore, wie es in der Gaunersprache so schön hieß, also die Beute dann einzupacken. Nicht? 1920 wird dieser Hamburger Stadt bekannt. Er erbeutet 221.000 Mark beim Überfall auf ein Postamt. Sein Spitzname Lord von Barmbek. Lord deswegen, weil er immer sehr elegant rumlief, sehr gepflegt. Allerdings beim Lord von Barmbek muss man sagen, da ist auch viel Legende dabei. Also wenn man seinen Lebenslauf sich mal anguckt, hat er die meiste Zeit seines Lebens tatsächlich im Zuchthaus oder im Gefängnis verbracht. Also so viel kann er gar nicht draußen gewesen sein. Aber er hat eben spektakuläre Kriminalfälle begangen, das muss man klar sagen. Er war also auch einer, der sich im Schränkerbereich gut auskannte. Damals gab es ja wahnsinnig viel Safes oder Geldschränke, wie sie hießen, weil man das Geld zu Hause aufbewahrt hat oder im Büro. Und da gab es unterschiedliche Techniken. Ein sogenannter Schränker heißt in der Unterwelt der Fachmann für das Öffnen von Geldschränken ohne Schlüssel. Entweder hebelt er die Tür auf oder er schweißt sie auf durch sogenannte heiße Arbeit, wie man es in Fachkreisen nennt. Dann gab es auch den sogenannten Knabber. Der Knabber sah etwa aus wie ein geöffnetes Fischmaul, will ich mal sagen. Und man konnte den in eine Stange stecken, sodass man eine gewisse Hebelwirkung hatte. Und damit konnte man Sachen aufschneiden mit dem Knabber oder auch aufreißen. Knabbern ist eine Methode, quasi einen Geldschrank so in kleinen Teilen aufzubrechen. Dauert lange, aber man hatte ja damals auch viel Zeit. So, und später kommen natürlich so Techniken dazu, wie mit dem Schweißgerät und so andere Geschichten, bis dann hin zur Sauerstofflanze, die also dann auch noch genutzt wurde, aber erst im 20. Jahrhundert. Aber da gibt es so bestimmte Methoden. Also auch die Petersen-Bande war berühmt dafür, dass sie gearbeitet hat. Manche haben gesprengt, also das gab eben eine Vielzahl von Dingen. Julius Adolf Petersen alias Lord von Barmbek wird Chef der größten Einbrecherbande Hamburgs. Wer geschnappt wird, bekommt einen guten Anwalt und Unterstützung für die Familie. Was bei dem ganz interessant ist, eben der Aufbau einer Bandenstruktur. Das ist, glaube ich, das auch Interessante an ihm. Das erklärt sich aber auch zeitweise durch die Verhältnisse vor, während und nach dem Ersten Weltkrieg, weil es eben drunter und drüber ging, auch in den sozialen Strukturen. Da er sehr gut bekannt war, auch in Barmbek unter anderem, aber nicht nur da, hat er einen relativ großen Freundeskreis gehabt, hat er auch zahlreiche Geschwister, sodass er also immer wieder auf Leute zurückgreifen konnte. Die Bande selber wird in ihrer Hochphase so auf weit über 20 Beschäftigte, könnte man fast sagen, oder Mitarbeiter geschätzt. Sie ist aber relativ schnell auch immer wieder von der Polizei zerschlagen worden. Dieser Kasten für Fingerabdrücke gehört zur Ausstattung des Erkennungsdienstes. Um Verbrecher zu jagen, rüstet die Polizei technisch auf. Einer der Pioniere ist Hamburgs Polizeipräsident Gustav Roscher, gern als Albtraum aller Mörder und Ganoven bezeichnet. Er hat sie sehr geprägt durch diesen systematischen Ansatz. Da ist er wirklich federführend gewesen. Es gab auch noch in Berlin und in Dresden sehr gute Kriminalpolizeien, das muss man ganz klar sagen. Also das sind eigentlich die drei in Deutschland gewesen, im Deutschen Reich, auch in Europa hoch angesehen, mit einer großen Wirkung auch auf andere Staaten, also bis in die USA war Roscher bekannt. Und interessant eben diese Organisationskraft, die er hatte, dieses Organisationstalent. Dann natürlich die Sache, dass man sagt, also wir brauchen Daten, um überhaupt ermitteln zu können. Das hat er sehr konsequent auch vorangetrieben. Dann war er ein Freund von Technik, auch von moderner Technik. Hat also eine sehr tolle Ausstattung gehabt, was Fotografie anging, dafür hat er gesorgt. Und die Kriminalpolizei selber hat damals hochprofessionell gearbeitet, also selbst unter heutigen Maßstäben. Das kann man so sagen, das ist sein großes Verdienst. Also muss man sagen, da war er schon auch jemand, der die Realität des Lebens sehr genau im Auge hatte.
Dr. Roscher lässt seine Beamten erstmals auch im Nahkampf ausbilden, damit sie auch körperlich hart durchgreifen können.